Geht das jetzt schon, oder wie? Ach so, jo, also, hallo, grüß euch, Mädel. Ich bin da anonym. Ich wollte da auch was machen zur Krampel-Challenge, aber ich wollte lieber anonym bleiben, weil, wo meine Nachbarn das wissen, dass ich auch den Van der Bellen will, dann darf ich nicht mehr vorbeikommen auf eine Schnapsalle. Jo, also, und meine Mama hat auch gesagt, was, bist du wahnsinnig, du willst den Van der Bellen? Dem kommen ja die Strankerl an, schon bei den Ohren aus. Ja, ich glaube aber nicht, dass der Vegetarier ist. Ja. Aber ist ja egal. Also, ich habe mir gedacht, ich darf gern da was aufnehmen. Und ich habe mir ein bisschen was einfallen lassen. Mama? Ja, was ist denn, Franz? Na, nicht meinen Namen sagen. Aber kannst du das bitte noch einmal von vorne? Spür bitte noch mal von vorne. So, jetzt fahren wir los. Also, ich habe mir gedacht, die Metapher, das ist vielleicht so zu verstehen, dass der Van der Bellen da der Nikolaus ist, weil er hat so einen Bart und der andere ist, glaube ich, der Krampus. Und ich wollte dann was Nettes über den Van der Bellen und das ist dann vielleicht so. Der Van der Bellen, der tut nicht bellen und deswegen geh ich in Wellen und mich anstellen in der Wahlkabine. Und über den Online, über den Krampus habe ich mal gedacht, vielleicht sowas wie der Krampus, der fährt mit dem Bus. Ja, aber dann müsste man nach Hause dann auch noch sagen. Und dann, ja, damit sich das dann reimt. Und das ist dann eigentlich auch nicht so ein guter Reim. Deswegen habe ich mir gedacht, vielleicht sowas wie, den Krampus, den wähle ich nicht. Und ich wünsche ihm die Gicht. Ja, naja, dann habe ich mir gedacht, das ist aber doch ein bisschen gemein. Weil er kann ja nichts dafür, dass er so ein Trottel ist. Ja. Kann man ja nicht jeder gescheit sein, weil, naja, aber dann habe ich mir gedacht, vielleicht lieber so, den Krampus, den wähle ich nicht und dann Ende von der Geschichte. Jo, wieder schauen.